Da stehen wirklich welche an, also wirklich, weil die anstehen. Jo Leute, was geht? Es wird wieder ein bisschen kälter. Das heißt, mein beliebtestes Format auf diesem Kanal kann wieder stattfinden und zwar... Genau, ihr habt es erfasst, es ist schon fast Ende Oktober und normalerweise ist es auch eher Ende September, aber heute kommen die neuen iPhones raus. iPhone 12 Pro mit 5G, LiDAR-Sensor, iPhone 12. Braucht kein Schwein, aber das Ding ist, ich habe mein geliebtes iPhone 10s. Es hat tatsächlich kleine Macken. Hört mal. Also der Vibrationsmotor funktioniert nicht mehr so, wie er sein sollte. Und, vielleicht seht ihr es nicht, aber ich sehe es. Die Kamera ist ziemlich verschwommen und das liegt daran, weil hier so ein kleiner Riss drin ist. Das sind jetzt so Sachen, wo ich mir nicht sagen würde, ich brauche ein neues Handy, aber dann schrieb mich meine Schwester an. Sie schrieb, yo, Budi, hast du mal ein neues Handy? Und ich so als fürsorglicher, als spendabler, als gönnender Bruder, gönne ich einfach das iPhone 10s. Denn das beliebteste Video auf meinem Kanal ist aktuell das Video, wo ich das iPhone 11 kaufe und dafür sogar anstehe. Und ich verstehe nicht warum, denn mein Verlobungsvideo ist viel schöner. Ich dachte mir natürlich mit diesen ganzen Faktoren zusammengerechnet für die Klicks, für das AdSense, für meine Schwester. Meine Schwester macht übrigens auch nice Masken. Tragt eine Maske und unterstützt sie auch. Zeigt mir den Weg zum Apple Store. Problem dieses Jahr ist, es ist Corona und man darf sich eigentlich nicht mehr anstellen, weil vor allem Berlin ist jetzt gerade mega das Risikogebiet und deswegen kann man jetzt nicht da anstehen für eine Nacht oder für 3 Nächte, was halt übrigens auch ein bisschen sinnlos ist. Und deswegen habe ich es einfach vorbestellt. Mein Termin ist in 2 Stunden. Ich war gestern nach der Arbeit dort, um zu gucken, wie die Lage dort ist, ob da wirklich jemand campt wieder. Die Lage war relativ entspannt, da war keiner. Leute, die da anstehen für ein iPhone, was man auch jederzeit woanders bestellen kann, sind eh lost. Termin ist in 2 Stunden, ich mache heute also wieder einen Vlog. Yay! Wer freut sich? Gerne einen Daumen nach oben. Ich habe echt lange nicht mal gevloggt, einfach weil ich wirklich keine Zeit mehr habe. Ihr wisst, ich werde ja bald Vater. Ich mache mir kurz was zu essen. Ich habe immer so das Gefühl, dass viele denken, dass ich ein ziemlich fauler Sack bin und eigentlich immer nur esse in meinen Videos. Du hast nicht gerade das Gesündeste. Aber das Ding ist, es stimmt gar nicht. Ich achte sehr auf meine Ernährung und ich zähle Kalorien. Ich habe sogar einen Ernährungsberater. Und ihr seht manchmal einfach nur den faulen Dirk, der bei McDonald's essen geht und sich da ein bisschen nicht geduscht hat, weil er davor beim Sport war, wisst ihr? Aber ich habe jetzt wieder Bock auf Vlogs. Ich habe auch wirklich nicht mehr so oft Bock auf ungesunde Sachen. Das liegt auch daran, weil ich das wirklich satt habe und wirklich daran gar keinen Gefallen mehr finde. Außer an KFC manchmal. Aber wirklich nur manchmal. Und so, auch an Fleisch. Ich esse nicht mehr so viel Fleisch. Ich mache jetzt gerade keine Diät oder so. Ich ernähre mich nur bewusst und versuche nebenbei abzunehmen mit Sport und alles. Okay, auf geht's. Und ich muss ja noch ein bisschen anstehen, damit das für das Video gut aussieht. Also verdammt, ne? Aber schon ein bisschen Schiss. Ich weiß nicht, wie viele Leute da sein werden. Vielleicht werde ich auch erkannt. Scherz, so berühmt bin ich nicht. Aber ich bin gespannt aufs neue iPhone. Auch wenn es kaum Neuerungen hat. Also kaum signifikante Neuerungen. Tu aber so, als ob ich anstehe. Wow. Clickbait. Was hältst du davon, dass ich es kaufe? Immer sagen Leute, wenn Dirk erzählt, dass er es kauft, es gibt doch gar keinen Unterschied zu 11. Aber Leute, Dirk hat 10S, ja? Ich finde immer Leute, die immer direkt so sagen, kauf es nicht. Bisschen übertrieben. Also, ich find's okay, dass du es kaufst. Du machst damit ja meine schönen Fotos. Geh? Muss. Wie findet ihr das neue Blackpink-Album? Da ist der Apple Store und die Schlange ist ja heftig. Sind auf jeden Fall sehr viele Leute da. Let's go. Wetter ist heute nicht so geil. Das juckt uns nicht. Es ist wenigstens sehr warm. Da. Hey, du willst ja auch das iPhone kaufen. Hey. So, jetzt habe ich sogar einen Kameramann. Es ist ein bisschen regnerig. Die geben anscheinend Regenschirme. Nice. Da stehen wirklich welche an, also wirklich, weil die anstehen. Ich hole mir jetzt meine Online-Reservierung ab. Und dann wollte ich da auch nicht schreiben. Und dann machen die Kollegen alles weiter. Danke. Hallo. Hi. Grüß dich. Hast du gehört für mich? Dankeschön. Okay. Fieber habe ich nicht. Ich habe nur den Apple-Fieber. Boah, wie ein Palast hier, Alter. Ich habe es einmal so lang, oder?
Also, naja, so weit geht's denn doch nicht. Also das fühlt sich schon nice an. Direkt noch iPad Air mitnehmen. Na klar. Ich hab's, Leute. Guck mal, wie dünn das ist. Nicht schlecht. Sieht ein bisschen aus wie eine Parfüm. Ja, oder? Nice. Gegönnt. Das iPhone 12 Pro. Krass, guck mal, so ungefähr die Hälfte. Und dafür ist hier aber kein Stromstecker drin, was halt schon ein bisschen beschiss ist, ne? Weil die Verkäufer so freundlich sind, habe ich mir natürlich auch das hier gekauft. Ja, stupid. Freunde, das ist mein neues Handy für die nächsten paar Jahre. Das Erste, was wir machen, weil ich bin kein Tech-YouTuber. Ich kann es mir nicht leisten, 10 iPhones zu kaufen. Ich muss erstmal die Panzerglas raufmachen. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob ich Tech-YouTuber werden soll. Dann kann ich mir nämlich 10 iPhones kaufen und die jedes Mal absetzen. Oder? Naja. Okay, ganz vorsichtig, Leute. Fühlt sich so fertig an. Gleich schwer. Bisschen größer aber. Ein USB-C zu Lightning-Kabel, weil ja auch so viele Leute einen USB-C-Adapter haben. Good move, Apple. Im Laden haben mich auch gefragt, willst du vielleicht noch einen USB-C-Stecker kaufen? Und ich meinte, nein, ich brauche keinen. Ich brauche nur MagSafe. Ich war so begeistert davon, weil der Magnet so stark war. Oh Gott. An einem normalen hält er nicht so stark. Ich gebe meiner Schwester erstmal das Handy. Okay. Viel Spaß damit. Danke. Der Akkulader ist sogar noch in der Verpackung gewesen. Und wie ist das denn? Voll geil. Ich bin letztens Bus gefahren und dann habe ich dieses neues Kassending ausgemacht. Und so, was? Wie kann man so aus? Wie kann man so Bus fahren? Übelst laut einfach. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich mit dem iPhone klarkomme. Was? Was ist das? Ein Popsocket. Ah, das ist mein Design.